Hi Leute und willkommen zu einem neuen Fruity Loops Tutorial. Heute wird sich alles um das Thema Samples drehen und da werde ich mal die Fragen beantworten, was sind überhaupt Samples, wo bekommt ihr die her, am besten natürlich kostenlos und ja, wie kann man die, wenn ihr die denn gefunden habt, importieren oder ja, einbinden in Fruity Loops. All diese Fragen werde ich heute in diesem Video beantworten, also viel Spaß! Gut, dann komme ich mal direkt zur ersten Frage und zwar, was sind überhaupt Samples? Ich sag's mal so, Samples sind Tonspuren, die von Instrumenten aufgenommen wurden und ja, die man dann halt ganz einfach als Wave oder MP3 speichern kann und auch hier in Fruity Loops dann abspielen kann. Und Samples, die findet ihr standardmäßig hier unter Packs im Browser und zum Beispiel hier, so hört sich das dann an. Das sind alles Samples. Ja, und ihr könnt natürlich noch einige mehr im Internet finden und runterladen und die dann hier einbinden. Und da komme ich mal zur nächsten Frage. Ich wurde nämlich mal gefragt, wo ich denn einen guten Kick für elektronische Musik herbekomme. Und da habe ich mal eine ganz gute Seite gefunden, die ich auch immer benutze. Und zwar ist das Delamar. Ich gehe mal eben auf die Seite. So sieht die aus. Und ich glaube, da wird jede Woche, ich glaube einmal jeden Samstag oder jeden Montag, ich weiß nicht genau, wird ein komplettes Paket Samples kostenlos hier online gestellt und ja, das kann man sich noch runterladen. Delamar.de, wie gesagt, und hier findet ihr halt eigentlich alles Mögliche. Zu Hip-Hop, zu Techno, Elektro, House. Eigentlich findet ihr hier alles und das Gute ist halt, dass es immer in Packs oder meistens in Packs zusammengepackt ist. Das heißt, ihr ladet ein Paket runter und dann sind direkt 100 Samples drin oder vielleicht sogar ein paar mehr. Ja, ihr könnt ja einfach mal das Archiv hier durchstöbern. Link ist auch nochmal in der Beschreibung unten drin und ja, das war's zur zweiten Frage eigentlich schon. Wo bekommt man die her? Und kann ich direkt mal zur dritten Frage gehen. Wie kann man sie importieren oder einbinden? Gehe ich nochmal zurück. Und zwar zu dieser Frage gibt es eigentlich drei verschiedene Antworten. Also ich kenne jetzt drei verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht gibt es sogar noch ein paar mehr. Ich fange einfach mal mit der ersten an. Und zwar gehe ich hier wieder in den Step Sequencer. Und Insert Sampler. Das gleiche könnt ihr auch mit Channels machen, wie immer. Add One. Und dann Sampler. So sieht der aus. Hier ist noch nichts drin. Das ist eigentlich ein ganz normaler Channel, aber ohne Tonspur, ohne Sample. Um da Samples reinzukriegen, geht ihr einfach auf den Ordner. Dann öffnet sich halt hier nochmal so ein Browser und da könnt ihr einfach die Packs, die ihr runtergeladen habt, auswählen und vorher auch schon anhören, zum Beispiel die Kicks. Ihr seht, das sind einige Kicks. Mehr als standardmäßigen Fruity Loops drin sind. Das sind alles nur Kicks hier. Hören sich auch alle sehr ähnlich an, aber doch ein bisschen anders noch. Oder was habe ich noch? Clap und Snare, Hi-Hat und Open-Hat und Closed-Hat. Percussion ist mit drin, auch Loops. Ja, oder was habe ich noch? Hier noch ein paar Hardstyle-Kicks mal rausgesucht. Ja, Minimal House Pack habe ich mir mal runtergeladen. Drum and Bass Pack. Ich nehme jetzt einfach mal von dem Kicks hier. Den hier.
Wie ihr seht, ist jetzt hier der Sample reingeladen worden in den Sampler, in den Channel. Und den könnt ihr jetzt ganz normal hier bearbeiten oder ja, einfügen. So, das ist eine Möglichkeit, Samples zu importieren. Die andere Möglichkeit ist einfach, ihr öffnet den Ordner, wo ihr die Sachen gespeichert habt. Das mache ich auch mal eben. Und ihr seht, das ist genau das gleiche wie gerade in dem kleinen Fenster. Dann wählt euch einfach irgendwas aus. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal hier bei Drum and Bass Pack. Man kann die hier übrigens nicht vorher abspielen. Nehme ich mir jetzt einfach irgendwas mal raus, zum Beispiel Kick 10 hier. Und ziehe den einfach dann. Moment. Step-Sequenz muss offen sein. Dann ziehe ich den Kick einfach in den Step-Sequenzer rein. Zack. Oder in den noch. So, das ist halt auch eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, wie ihr ein ganzes Pack importieren könnt in diesem Browser hier. Und zwar geht ihr da auf Option. File Settings, dann könnt ihr auf den Ordner klicken hier, mache ich jetzt mal nicht, und dann könnt ihr euch einfach den Ordner wählen, wo das Pack gespeichert ist, in dem Fall zum Beispiel das hier, und dann werden alle Samples in diesem Browser hier importiert. Ich habe das mal mit dem Dance Pack gemacht und das findet ihr hier oben dann. Hier ist das Dance Pack und hier sind dann alle Samples. Ihr seht, das sind einige Kicks importiert. Genau das gleiche mit den Heads, die kann man dann hier abspielen und einfach rüberziehen, die man haben will. Percussion nochmal. Hört schon, da ist einiges dabei und das ist nur ein Paket. Ihr könnt natürlich zig Pakete runterladen und jetzt wisst ihr auch, wie es geht. Also viel Spaß damit und danke fürs Zuschauen. Wenn ihr auch noch Fragen habt, so wie die anderen Leute, die mir geschrieben hatten, dann schreibt mir einfach eine PN oder in die Kommentare oder wie auch immer und dann werde ich ein Tutorial dazu machen. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert mich doch und bis zum nächsten Mal. Ciao.